So, Forschung abgeschlossen. Wer hat denn die größte Körpermasse? Also bei wem geht es am schnellsten? Bei Donald oder beim Sergeant? Ja komm, der Sergeant ist dran. Gegenmittel DDDD wird jetzt getestet. Dann gucken wir mal, wie lange er jetzt durchhalten muss. Sollte ich etwas spüren? Spüren Sie denn nichts? Im Ernst? Sie sollten jeden Moment bewusstlos werden. Sorry, Doktor, ich spüre gar nichts. Sie haben vermutlich was falsch gemacht. Vollkommen unmöglich. Ich bin 100%ig sicher, das Gegenmittel hätte einen Elefanten umgehauen. Tja, Tatsache ist, ich merke überhaupt nichts. Sergeant, wenn das stimmt, können Sie kein Mensch sein. Da muss ich Ihnen zwar widersprechen, Doktor, aber es ist ein interessanter Punkt. Jetzt allerdings müssen wir uns auf das Heilmittel konzentrieren. Ob ich medizinisch anormal bin, dazu später im Stützpunkt. Bis dahin sollten Sie kein Gegenmittel mehr an mich verschwenden. Nein! Wir fangen also wieder bei Null an. Doktor, jetzt haben wir schon zwei Gegenmittel, wir schaffen es nicht. Wir müssen ein bisschen Tempo machen jetzt hier. Lambda, Lambda, ich gehe jetzt auf Risiko, ist egal jetzt. Lambda, Lambda, Delta, Delta. Mit beenden, du ruhst dich jetzt aus. Na toll. Gut, das sind alles Infos, die ich dann für einen potenziellen zweiten Durchgang hier natürlich brauche. Der Defibrillator ist einsatzbereit. Du kannst dich wieder an den Strom anschließen. Was hat denn Donald für Werte gerade? Gucken wir doch mal. 55, du ruhst dich aus. Hund buddelt weiter, ist ganz wichtig. Boah, das macht so gut wie keinen Fortschritt. Jetzt muss ich mal gucken. Das Ausruhen bringt so gut wie gar nichts. 54. Wir wissen, wie weit sich die Sarah erholt. Hier pro... Ausruhen. 6 Brutten, das ist ja... Würdest du dann bitte weiterarbeiten? Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wie sieht denn das mit dem Buddeln aus? Kommen wir da gut voran? 286. Aber wir haben ja noch jede Menge Zeit. Wie gesagt, gut, dass überhaupt jemand buddelt, aber ich will das Ding da jetzt nicht zu schnell aufmachen. Ja, jetzt ist es ein Wartespielchen. Akku für 7 Stunden. Wie sieht's denn um... Das war der falsche. Wie sieht's denn um seine Kapazitäten hier aus? Können wir ihn da noch ein bisschen dran lassen? Nein. Können, sollten wir nicht. Reparier den mal. Das ist jetzt wichtig. Und wir haben das nächste Antidot. Sehr schön. So, wir injizieren das jetzt mal Jack. Der hat gerade nichts anderes zu tun. Das ist natürlich riskant, ne? 40% ist verdammt riskant. Ihr arbeitet jetzt dann auch wieder ein bisschen sicherer. Also, ja, 20%. Mit Alpha, Alpha. Omega, Omega.
Du hilfst mit. Wieso kann denn der Dingsaktiv bei der Forschung mithelfen, der Roboter? Ach, ich hätte gucken sollen. Nicht gut. Sterberisiko 22%. Ja, da bleibt wirklich nur abwarten. Liegt es immer noch bei 22%? Ja. Der kann aber auch weiter nichts machen als... Der könnte höchstens graben. Aber wie gesagt, ich will jetzt gerade gar nicht so wirklich viel graben. Ich mache mir echt so ein bisschen Sorgen um Jack. Schon wieder. Das könnte so ein bisschen der Running Gag werden hier. Sie haben Jack getötet! Ihr Schweine! Ach, Gott sei Dank, es geht Jack wieder gut. So, kann irgendwer jetzt das Blut analysieren von ihm? Sarah? Geht mal aus der Arbeit raus. Wir müssen Jacks Blut analysieren. Das ist jetzt das Wichtigste. Er hat ja schließlich überlebt. Und es ging auch relativ schnell. Also Jack ist vielleicht ganz gut von der Körpermasse her. Ganz gut geeignet. Okay. Also L ist gar nicht drin. Und D ist einer der ersten beiden. Definitiv. Und wenn A keiner der ersten beiden ist, dann haben wir unseren vierten schon mal. Und dann müssen wir nur ausprobieren, wo Omega und wo Delta hin muss. Gut, dann bitte weiterarbeiten. Ich habe gelacht, aber das nicht schaffen. Jack, ruh dich aus. Das wäre ja wohl gelacht, wenn wir das nicht schaffen. Ich bin da jetzt zuversichtlich. Ich fühle mich gut ausgeruht. Okay, so, du kannst dich auch mal wieder ausruhen. Ich brauche nämlich Brandon. Marvin bricht uns bald zusammen. Bitte ruh dich aus. Der Sergeant geht zum Buddeln jetzt. Aber wenn der Sergeant buddelt, der buddelt ja ein bisschen besser als Marvin. Da muss ich jetzt wirklich ein bisschen drauf achten. 229. Was hat er für eine Grabeskraft? 47 Kilo. Bei 229 wäre das... Ja, also 2 Stunden kann er buddeln und dann muss er aufhören. Mal wieder den Strom leiten. Es wird doch relativ knapp. Zumal die Leistung von den beiden natürlich immer weiter nachlässt. Weil das Ausruhen ja nicht so viel bringt. Wir hätten die Adrenalinspritzen, hätten wir für die Doktoren aufheben sollen. Im Nachhinein ist man immer klüger. Ah, nein. Gut, dass wir noch so viele Defibrillatorladungen haben. Ich muss an dieser Stelle nochmal sagen, das macht richtig Spaß. Was machst du da? Was für eine Energie hat sie denn noch? 24%, das ist natürlich nicht viel. Tut mir leid, ihr müsst das jetzt fertig kriegen. Wie weit sind wir denn mit dem Buddeln? 88 Kilo. Du machst Pause. Was ist das hier eigentlich? Das ist einfach so Geröll.
Das wird ja wohl zu schaffen sein. Kommt, Leute. Ich bin erschöpft. Ja, komm, du hast es doch gleich. Du kannst dich ausruhen, sobald ihr dieses Antidote da fertig habt. Weil es macht eh keinen Sinn, dann noch eins zu basteln. Ja, ist gut. Du kannst schon mal anfangen. Das kriegt der Doktor jetzt auch allein, ne, fertig. Hier, du kannst damit aufhören. Das wird verdammt knapp, weil wir ja jetzt auf den Test warten müssen und dann noch das richtige Dings herstellen. Aber der Akku hält länger, als unser Überleben noch gesichert ist hier. Von daher... So, jetzt gehen wir mal Donald. Hol dir deine Spritze ab, mein Freund. So, zack. Und jetzt heißt es abwarten, ne? 90 Minuten wieder. 90 Minuten, ja. So, dann bleibt euch so lange nichts anderes übrig, als euch auszuruhen. Jetzt wird's spannend. Der Doktor und unser Techniker schaffen es. Oh nein! Warum kann denn der... Das könnte jetzt übel werden. Ich hoffe, der überlebt eine Stunde. Dass wir warten können, bis Donald aufwacht. Wir haben nämlich gar keine andere Wahl. Weil anscheinend nur der Doktor und Donald den Defibrillator bedienen können. So, jetzt als allererstes müssen wir den Doktor retten. Das hat jetzt oberste Priorität. Komm, zacks. Uff. So, und dann Blut analysieren. Komm her, du. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Wenn wir Glück haben, haben wir es jetzt. Yes! Okay, also das erste ist A. Das heißt, das zweite ist D. Das dritte ist B, das heißt, das letzte ist Omega. Wir können das Gegenmittel bauen. Nee, das letzte ist nicht Omega, das letzte ist nochmal ein A. Sehr schön. Das kann also auch passieren. ADBA ist unser Gegenmittel. Und das bedeutet, meine Freunde, wir bauen jetzt ein tödliches Gegenmittel. A. D. B. A. Und zwar macht ihr beide das gemeinsam. Jetzt wird's wirklich spannend. Wie lange dauert denn das, so ein Dings herzustellen? Oh, ist schon fertig. Forschung abgeschlossen. Das kriegt jetzt als allererstes der Jack injiziert. Ein tödliches Gegenmittel. Rabums! So, ihr könnt gleich weitermachen. Ihr könnt das gleich nochmal produzieren, weil das muss das Richtige sein. Dass wir hier die anderen Leute auch heilen können. A. D. B. A. Wenn so eine Komponente doppelt vorkommen muss, dann haben wir es genau richtig gemacht. Haben wir es ganz genau richtig gemacht. Sterberisiko 82%. Aber es ist doch die richtige Formel. Wir wissen doch, dass das die richtige Formel ist. Es dürfte also eigentlich nichts passieren. Es war nicht die richtige Formel. Oder wir haben Jack schon wieder getötet. Oh, also deshalb hat das nicht geklappt. Mist. Jetzt, da ich das weiß, schreitet unsere Forschung 60% schneller voran.
Aber wir wussten doch, die... Moment. Moment, denke ich jetzt falsch? Nee, wir wissen A, B und A. Wir wissen, L ist nicht drin, aber D ist. Das muss richtig sein. Machen wir mal ein riskantes. A, D, B, A. Du hilfst mit. Du gehst graben. Wir haben Jack schon wieder getötet. Das kann doch nicht wahr sein. Du lädst den Defibrillator auf. Und du hilfst dabei. Es wird jetzt verdammt knapp von der Zeit. Das schaffen die nie im Leben. Nee, ich hab's verkackt. Wir schaffen es nicht mehr rechtzeitig. Weil wir ja noch warten müssen dann. Um das Gegenmittel effektiv zu testen. Das sind 1,5 Stunden, die wir nicht mehr haben. Oh Mann, oh. Ja, komm hier, geh mal mit graben. Ist ja jetzt eh egal. Gott, keine Chance. Den hat schon wieder erwischt. Ach, willst du mich verarschen? Oh Mensch, wir waren so dicht dran. Also wir haben... Das muss die richtige Formel sein. Zumindest für diese Runde. Dass Jack trotzdem gestorben ist, das ist natürlich blöd gelaufen. Endlich, wir haben den Ausgang frei. Wir müssen nur noch das Heilmittel finden, dann können wir los. So, das ist jetzt... Das ist dann die Zeit, nicht bis uns die Luft ausgeht, sondern bis uns das Virus tötet, oder was? Denn wenn es unsere restliche Luft wäre, dann wäre ja jetzt kein Problem mehr. Können die nochmal den Strom anschließen, nicht, dass das was bringt, aber die werden nie im Leben noch rechtzeitig fertig, Leute. Dann sehen wir jetzt dann gleich mal, wie das mit dem Game Over aussieht dann. Ja, das ist ja dann pures Glücksspiel. Die richtigen Komponenten zu finden. Es sei denn, es ist wirklich jedes Mal das Gleiche. Und man kann sein Vorwissen nutzen. Ja, jetzt ist Schluss. Die Zeit ist abgelaufen. Scheiße. Ich fühle meine Arme kaum noch. Der Doktor hatte recht. Es ist vorbei. Keine Hoffnung mehr. Gods have been watching. Deine Zeit ist um. Die Infektion ist jetzt unheilbar. Deine Mission ist in 27 Stunden gescheitert. Die Ärzte haben Forschungsphase 2 erreicht. Ein Teammitglieder wurde für die Mission geopfert. Ja. Was heißt Forschungsphase 2? Och, Manu, das ist doof gelaufen. Aber, naja, gut, vom Timing her hätte es gar nicht besser laufen können. Das war jetzt erstmal Gods Have Been Watching. Es sind insgesamt 2 Folgen mehr geworden, als ich ursprünglich erwartet hätte. Was natürlich bedeutet, dass ihr am Sonntag eine Doppelfolge gesehen habt. Ich hoffe, dass... Let's Play macht euch genauso viel Spaß wie mir. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Am Sonntag wird es weitergehen. Wahrscheinlich wieder mit einer Doppelfolge. Ich bin der Rio, ich klinke mich jetzt erstmal aus. Ab morgen seht ihr hier auf diesem Slot dann Batman Arkham City. Und wie gesagt, am Sonntag geht's weiter mit Gods Will Be Watching. Bis dahin aber erstmal.
Ciao.